Hi, herzlich willkommen zurück. Also, ich möchte mit euch heute wieder ein Video analysieren, einen Live-Flirt analysieren, weil ihr da auch jede Menge draus mitnehmen könnt, lernen könnt. Und hier in dem Video, da habe ich eine Frau angesprochen, die gerade sitzt. Und das ist jetzt schon ein älteres Video von mir. Das heißt, ich hatte damals noch ein bisschen eine andere Struktur als jetzt. Ein paar Dinge sind anders, aber es ist trotzdem eine verdammt gute Interaktion. Und gerade durch diesen anderen Ansatz sind natürlich auch wieder neue, frische Situationen drinnen, wo du auch wieder eine Menge daraus lernen kannst. Und ich möchte das jetzt mit dir durchgehen, damit du dir auch die ein oder andere Sache davon abschauen kannst. Viel Spaß mit dem Video. Und wir starten hier direkt rein. Wir warten nur kurz, bis hier die Leute vorbeigegangen sind, damit ihr das auch gut mitverfolgen könnt. Genau. Komm ich? Sitzt hier? Hi. Halt, ganz kurz. Hi. Ich bin da gerade vorher vorbeigegangen. Du schaust voll sympathisch aus. Jetzt wieder nur ganz kurz, du siehst hier noch einmal super dieses langsame Reingehen. Sie kann sich langsam darauf einstellen. Sie erschrickt nicht, ich springe da nicht von der Seite daher und sage so, hey du oder so. Ich gehe langsam hin, sie nimmt mich im Augenwinkel schon mal wahr, wie da jetzt was Neues passiert. Und das ist alles wichtig, dass sie sich langsam darauf einstellen kann, damit sie dann gut darauf reagiert. Und dann habe ich auch so ein bisschen was Liebevolles in der Stimme, aber auch was Bestimmtes, so hey du, hey, halt, ganz kurz, halt. Dann hört sie einfach auf, was sie gerade macht und schaut mich mal an. Und dann, wie immer, erkennt sie sie. Dann erzähle ich halt so ein bisschen, ja, ich war gerade dort und habe dich da gesehen und so. Und da ist eben ganz wichtig, dass du, während du das sagst, so einen Grinser im Gesicht hast, weil sich deine Freude dann auch auf sie überträgt. Und Lächeln ist ansteckend. Dann lächelt sie auch. Und wenn du dann das Kompliment raushaust, dann hat das natürlich gleich viel mehr Kraft. Okay, wir machen gleich weiter. Das. Ich dachte mir, jetzt sage ich ganz frech alles zu dir. Hi. Hi. Du wartest da gerade, bist ein bisschen am Handy spielen, ja. Oder wie? Ich schaue gerade eine Serie an. Genau, um dann eben nicht in den Interviewmodus reinzukippen, machst du eben direkt nach der Eröffnung, dass du eben irgendwie so eine Aussage über sie machst. So, mir ist gleich aufgefallen, du wirkst irgendwie so formal angezogen, kommst sicher gerade vom Arbeiten oder ah, okay, du wartest da gerade auf jemanden und so. Also irgendwie sowas und dann sagt sie irgendwas darauf. Und wenn sie jetzt schon sozial cool genug ist, dass sie da auch direkt irgendwas sagt, wo du viel damit anfangen kannst, dann kannst du direkt was rauspicken, bist schon in einem coolen Gespräch mit einer natürlichen Assoziationskette. Wenn du die Assoziationskette genauer lernen möchtest, da habe ich auch eine ganze Playlist und super Videos dazu zum Thema Gesprächsführung. Such das einfach mal auf dem Kanal, beziehungsweise ich werde es jetzt schnell oben auch einmal verlinken. Falls sie dann noch wortkarg darauf antwortet und du irgendwie nichts anfangen kannst, sagt nur ja oder nein oder so, dann ist sie noch nicht warm mit der Situation, dann musst du sie noch ein bisschen auflockern und dann erzählst du einfach, von wo du gerade kommst, was du gerade gemacht hast. Aber in diesem Fall hier lacht sie direkt, freut sich und sagt so, ah, ich schaue eine Serie, so ein Blödsinn, da. Und wir sind direkt in einem super Gespräch. Ich spule nochmal kurz zurück und mache dann wieder Play, so, damit wir das als Ganzes uns anschauen können. Du wartest da gerade, bist ein bisschen am Handy spielen, ja. Oder wie? Ich schaue gerade eine Serie an. Eine Serie schaust du? Ui, was denn? Ein Scheißdreck. Ui. Berlin Paris, das ist komplett unnötiges. Kenn ich nicht. Aber du hast Netflix am Handy und das konsumiert jetzt deine restliche Zeit. Ich bin gleich 5 Minuten mit Freundinnen, deswegen Martin. Ah ja, und dann geht's an die Shoppingtour. Wobei, du warst schon shoppen. Ja, nein, Ui, das wird noch mehr. Nein, ich bin gerade Du siehst hier auch, dass sie sich sehr freut. Sie lacht die ganze Zeit, sie wackelt mit ihrem Körper viel herum und so, sie flirtet aktiv und sie erzählt da halt einfach. Und ja, ich nehme einfach immer mit einer Aussage heraus, was sie eben gerade gesagt hat, nimm irgendwas heraus und hau wieder eine Assoziation daraus raus. Also so wie hier jetzt zum Beispiel. Das wird noch mehr. Nein, ich bin gerade eigentlich, also Cousine hat Geburtstag, deswegen. Okay. Ja, voll. Aber nein, eigentlich muss ich halt noch was für die Uni machen. Ich bin so für eine Stadt. Was studierst du denn? Bisschen frech bin ich natürlich auch, das merkst du, aber gut, das ist in der Situation, hat sich das einfach natürlich auch echt so ergeben. Aber was in diesem Video wirklich sehr gut rüberkommt, ist, wenn du auf meine Mimik achtest. Da kannst du wirklich genau darauf achten, auch wenn du es dir vielleicht dann noch einmal anschaust. Der starke Augenkontakt, der verschmitzte Lächler, der fragende Blick, das ist alles eben drinnen und das löst natürlich auch alles viele Emotionen aus. Okay, und dann machen wir hier direkt einfach mal weiter. Ah, cool. Dann hast du sicher gute Menschenkenntnisse, oder? Das ist so das Klischee, aber also
bekommen. Hier frage ich Sie einfach einmal so, was Sie eigentlich studiert. Kann man so machen, kann man auch anders machen. Ich erzähle zum Beispiel heutzutage dann auch immer ganz gern so eine Geschichte. Ja, ich habe gerade für so eine fette Prüfung gelernt und so und ja, muss den Kopf ein bisschen freikriegen. Aber das kennst du sicher auch, du studierst sicher, kannst sie einschätzen, kannst auch sagen, Wirtschaft, liegst oft ganz gut damit. Ja, genau. In dem Fall habe ich sie einfach gefragt. Man merkt, sie ist sehr vergnügt und hat Spaß. Okay. Ja, voll. Ich werde eh noch was für die Uni machen. Ich bin so eine Stadt. Was studierst du denn? Psychologie. Ah, cool. Dann hast du sicher gute Menschenkenntnisse, oder? Das ist so das Klischee, aber also ich. Na, was studiere ich? Na, keine Ahnung. Na komm, als wahre Psychologin du musst du das jetzt erkennen. Du gehst nicht kennen. Auf die BOKU. Du gehst nicht, nicht auf die BU. Ich sag mal, ich habe keine Ahnung. Wobei, jetzt kommen die ganzen Klischees raus. Entweder BU oder JUS, nein, ich habe keine Ahnung. Du musst doch deine Artgenossen erkennen. Ja, nein, Psychologie. Ach so, auch. Also okay, wobei ich muss ehrlich sagen, ich glaube, so, hier haben wir jetzt wieder ein wichtiges Kernelement. Klar, das mit der Mimik und so, das zieht sich alles durch, das haben wir schon erwähnt. Aber hier ein Punkt, den ich immer wieder anspreche, wie unfassbar wichtig die Gemeinsamkeiten sind. Und jetzt achte hier auf Ihre Tonalität. In dem Moment, wo sie draufkommt, dass wir das Gleiche studieren, was ihre Stimme macht. Und wenn ihre Stimme nach oben geht, wenn ihre Stimme eben so klingt, wie sie in dem Moment klingt, ist das ein ganz eindeutiges Zeichen von sehr starkem Interesse. Also da ist richtig, boom, wow, krass. Hören wir es uns nochmal an, damit du das richtig merkst. Und deswegen, also das kannst du nutzen, nutze die Gemeinsamkeiten für dich, sobald du welche merkst. Kosten erkennen, ja, ja. Ne, Psychologie. Ach so, auch. Also, okay, wobei ich muss ehrlich sagen, ich weiß eigentlich auch nicht. Aha, also, so, die Stimme nach oben geht. Wobei heute bist du aus Deutschland? Nein. Ah, ja, okay, aber dann ist schon mal unwahrscheinlich, ja. Aber das ist, meisten Leute glauben, ich bin das heute. Nur ein kleiner Spaß an der Stelle mit dem, dann ist schon mal unwahrscheinlich, weil in Wien ist es einfach so, dass eben Psychologiestudium 70% Deutsche sind, weil sie vom Numerus Clausus dann eben zu uns kommen, wo wir einen Aufnahmetest haben. Naja, und dann wahrscheinlich ein bisschen schlauer sind als wir. Also, weil ich rede irgendwie Deutsch. Okay. Das sagen mir tatsächlich auch oft Leute. Ja, ja. Okay, wie heißt du denn? Hallo. Das machst du nicht. Du bist im Corona-Wahn. Ja. An und für sich super stark, wenn du das mit dem Vorstellen, mit dem wie heißt du eigentlich erst später machst. Also wenn du nicht direkt am Anfang, hey, ja, du schaust super aus, wie heißt du? Das ist so 0815 normales Gespräch. Und wenn du erst später im Gespräch, ah ja, du eigentlich, wie heißt denn du eigentlich? Dann auf einmal einbaust. Weil, naja, das hat eine unglaubliche Kraft dann auf einmal, weil da in der Subkommunikation auch ein bisschen so mitschwingt, auch wenn du das so formulierst, ach und meine Güte, jetzt haben wir uns so verquatscht, wir verstehen uns ja so gut, jetzt haben wir ganz vergessen uns vorzustellen. Und wenn das noch so ein bisschen durchschwingt, dann ist das halt richtig gut, das zündet dann richtig gut. Und zum anderen ist es natürlich auch so, man stellt sich ja nur vor, wenn man sich weiterhin besser kennenlernen möchte. Das heißt, wir haben hier in der Subkommunikation, also ohne es direkt anzusprechen, sagen wir quasi, hey du, wir wollen uns eigentlich öfter treffen, kennenlernen. Das ist jetzt kein schriftlicher Vertrag und dann immer so, aber das schwingt einfach mit und hilft der Konversation. Also vorstellen, erst ein bisschen später machen. Also ich bin von hier, deswegen ist es super, dass du das nicht persönlich nehmen. Ich habe Großeltern hier viele. Genau, dann war da diese Situation mit dem Corona, dass sie mir die Hand nicht geben wollte. Das war eben damals dann auch, als das alles noch ein bisschen stärker war. Genau, ich habe da jemand diesen Schmäh gemacht, ah ja, okay, gut, dann machen wir einfach so, also quasi so eine asiatische Begrüßung und war dann schon wieder gegessen, also einfach schnell weg. Ist nicht optimal, klar, aber ist jetzt ja, nicht in meiner Macht. Und deswegen okay. Bin ich dann ein bisschen eine übervorsichtige... Ist okay. Okay, du meinst halt Fabian. Von mir? Genau, okay, Fabian. Okay. Keine Ahnung, meine Eltern wollen irgendwie kreativ sein. Cool, passt ja. Welche bist du noch im Bachelor? Bachelor bin ich. Siebtes Semester, aber nicht weit. Das sind sehr unterschiedlich. An dieser Stelle wäre es natürlich noch super gewesen, wenn ich mich dann neben sie gesetzt hätte. So, hey du, weißt was, kann ich mich daneben dich setzen? Das habe ich in dem Moment irgendwie nicht gedacht. Ist aber angenehmer, weil es für sie ein bisschen unangenehm ist, wenn ja, sie die ganze Zeit halt von ihrem Kopf halt unter mir ist und auf der Höhe und so. Du kennst das, wenn wer knapp so vor dir steht. Also in solchen Situationen, hey, du weißt was, ich setze mich dahin. Nicht ganz am Anfang, aber jetzt wird zum Beispiel ein guter Zeitpunkt dafür. Jetzt ist sie warm mit dir, jetzt ist es gut. Okay. Du, ich finde es voll sympathisch mit dir, das ist cool. Ich muss nur runter, ich habe da noch einen Termin und ich muss zur U-Bahn. Aber wenn du Lust hast, schreibe uns vorher mal zusammen und gehen was trinken. Das ist eben immer die Sache, wenn ich solche Videos drehe, dann möchte ich dann halt auch wieder weiter und der Kameramann ist da.
Beste ist natürlich, wenn du sagst, hey, weißt du was, du machst einen super lieben Eindruck, komm, ich lade dich noch schnell auf einen Kaffee an. In dem Fall wird das nicht so viel Sinn machen, weil sie gleich ihre Freundinnen treffen muss in 5 Minuten, wie sie vorher gesagt hat. Aber wenn, dann kannst du sowas sagen wie, ah, weißt du was, du machst einen super lieben Eindruck, ich würde dich am liebsten gleich auf einen Kaffee einladen, aber na okay, du musst jetzt deine Freunde treffen, ich habe dann eh auch noch was vor. Aber weißt du was, schreib mal so einmal zusammen, wenn wir mehr Zeit haben. Genau, ideal ist natürlich, wenn du dann gleich was trinken gehst mit dir und hast direkt ein spontanes Date. Das geht nicht immer, aber wenn du das selbstbewusst durchziehst, dann hast du das viel öfter, als du denkst. Das ist gar keine so große Sache, das glauben viele, aber das ist gar nicht so wild. Nur ein paar Kleinigkeiten dann eben richtig machst. Aber gut, hier jetzt eben die Situation, ich muss weiter, aber vor allem mal was trinken gehen. Passt auch. Voll ich bin gerade, muss ehrlich sagen, es wegen dem Ganzen, ich bin gerade 10. Du willst den Corona-Hype abwarten. Ja, wir können ja mal nur mal austauschen und voll. Da habe ich sie tatsächlich falsch verstanden. Da war ich in meinem Kopf irgendwie noch wegen dieser Begrüßung mit diesem Ding. Ich habe mir so gedacht, ah, Körperkontakt aufbauen ist schwer am Date und hatte das irgendwie noch so in meinem Kopf. Sie hat ganz was anderes gesagt. Sie sagt an dieser Stelle, ja, ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin ja aktuell auch Single. Also unglaublich krasses Zeichen von Interesse, dass sie das hier raus hat. Ich, Vollidiot in der Situation, habe mir nur irgendwie eingebildet, dass sie jetzt gemeint hat, sie muss noch schauen wegen Corona. Das war irgendwie in meinem Kopf. Nicht optimal, weil ich halt eine richtig gute Situation so wahrgenommen habe, als würde sie mich eigentlich schwach zurückweisen. Nicht gut, aber gut, ist ein Fehler an der Stelle, der halt passiert ist, kann passieren, aber daraus kannst du ja auch viel lernen. Zeige ich auch sehr gerne dir. Mach mal nochmal kurz zurück. Corona-Hype abwarten. Ja, also warte. Du willst den Corona. Ja, man hört es gar nicht richtig, weil ich hier schon reinfalle, aber was hat sie eigentlich gesagt? Ja, wir können ja mal nur mal austauschen und ich finde es einfach cool generell, dass einfach dieses Prinzip angesprochen ist. Ja, sehr cool. Man muss einfach öfter irgendwo mal alleine herumchillen. Das, meine Freunde, das gebt euch jetzt bitte mal. Ja, weil Diskussionen wollen Frauen angesprochen werden oder nicht. Hey, eine gesunde, sozial vernünftige Frau, die halt charmant mit dem Kompliment angesprochen wird, die freut sich ja unglaublich. Und jetzt gib dir mal, was diese Frau in diesem Moment sagt. Ja, also um dich jetzt auch mal zu motivieren, um zu checken, hey, die freut sich unglaublich. Schau dir mal an, was die hier gerade sagt. Nur um dich zu motivieren. Ja, sehr cool. Dann läuft das schon. Genau. Zuerst macht sie mir das Kompliment, hey, ja, also ich finde das echt super, dass du mich da einfach angesprochen hast. Und das spricht auch schon echt für einen sympathischen Mann. Und solche Sachen kriege ich oft, und Kunden von mir auch und andere Leute, mit denen ich rausgehe. Also das ist jetzt nichts ganz Seltenes, Besonderes. Und dann hängt sie auch noch dran, man müsste ja eigentlich öfter einfach mal irgendwo alleine herumsitzen, dann wird das ja öfter passieren. Meine Güte, ist krass, oder? Freut sich auch richtig. Gut, machen wir weiter. Bitte schön, du hast sicher WhatsApp, oder? Dann schreibe ich da einfach dort. Okay, ich rufe dich nur schnell an, dann hast du meine auch gleich. Dann speichere mich gleich ein. Namen weißt du noch? Dieser Satz, ganz wichtig, das merkt er. Ich rufe dich schnell an, dann hast du meine Nummer auch gleich, speichere mich gleich ein. Weil wenn sie dich eingespeichert hat, hast du bessere Karten, wenn du sie später anschreibst. Mit dem weißt du meinen Namen noch, mache ich normalerweise eigentlich ein bisschen früher, nämlich kurz vorm Nummern austauschen, um nochmal so den Spieß ein bisschen umzudrehen. Aber gut, hat an der Stelle auch gepasst. Doch, Fabian. Sehr gut, cool. Okay, aber ich finde aber Psychologiestudierende sind schwer zu erkennen, weil ich finde, es gibt halt ja, entweder, es gibt entweder die super Öko-Leute. Öko-Leute, nein, aber wirklich? Ich finde halt so Psychologiestudierende haben nicht irgendwie jetzt einen... Ich finde es schwer, Psychologie-Studierende zu kennen. Ich finde, es gibt halt irgendwie, weil WUler hat man geschämt. Ja, okay, die erkennst du sofort. Die erkennst du sofort, das stimmt. Ich bin Hauptunis generell, so das kann nach allem ausschauen. Ja. Ja. So, lala. Genau, dann speichere mich gleich ein. Finde ich cool. Genau, hier nochmal nachgeholfen, dass es dann auch wirklich macht mit dem Einspeichern. Das hat sie dann auch. Ich gehe dann noch ein Stück zurück und wir starten. WUler hat man geschämt. Ja, okay, die erkennst du sofort. Die erkennst du sofort, das stimmt. Ich bin Hauptunis generell, so das kann nach allem ausschauen irgendwie. Ja. So, lala. Genau, dann speichere mich gleich ein. Finde ich cool. Genau, das wollte ich noch sagen. Das Wichtige ist, nach dem Nummernaustausch noch kurz bei ihr zu bleiben, ein bisschen weiter mit ihr zu reden. Nicht so, ich habe die Nummer, passt, ich hau ab, ich habe meine Trophäe. Fühlt sich ein bisschen plump an.
So, sozusagen wie wenn du Sex mit einer Frau hast und direkt danach abhaust oder so, oder auch wenn sie direkt danach abhaut, fühlt sich irgendwie so ein bisschen plump an, würde ich jetzt mal sagen. Ist natürlich auch eine persönliche Sache. Aber gerade jetzt auch hier so beim Nummern austauschen, hast du eben auch dieses Element, nicht direkt nachdem du hattest, was du wolltest, abhauen, sondern Spaß haben, weiter mit ihr reden. Genau, in dem Fall hat sie das auch initiiert. Sie direkt so, ja, aber mit dem Psychologiestudium und so. Also da kam das sogar auch von ihr, auch wieder ein sehr gutes Zeichen. Ja, aufgeweckte Art, das finde ich gut. Ja, passt. Genau, hier mache ich ihr nochmal ein starkes Kompliment, weil ich es auch wirklich meine, wenn er getaugt hat. Genau, dann speichere mich. Finde ich echt cool. Finde ich cool. Du hast eine sehr fröhliche, aufgeweckte Art, das finde ich gut. Ja, passt, dann schreiben wir uns zusammen und hab noch einen schönen Tag. Ciao. Tschüss. Genau, ja, normalerweise am Ende dann eben noch eine Umarmung bei der Verabschiedung, aber eben, sie wollten mir schon mit der Hand schütteln und so vorsichtig sein, deswegen habe ich das dann in dem Fall natürlich nicht mehr gemacht. Ja, aber ich denke, du konntest eine Menge aus diesem Gespräch auch mitnehmen, viel lernen und ja, bis zum nächsten Mal. Ach ja, übrigens, wenn du das auch so richtig gut drauf haben möchtest, wenn du deine Freundin wünschst, mal richtig abgehen möchtest, auch bei den Frauen, schau mal in die Videobeschreibung und trag dich dort einmal ein zu einem Erstgespräch, wo wir einfach einmal so quatschen und ja, ist ganz kostenlos und unverbindlich und da sorgen wir dafür, dass du richtig rocken wirst mit den Frauen, schmieden einen Plan, wie wir das dann hinbekommen. Bis zum nächsten Mal, dein Fabian. Ciao.